Der Ansitz Rottenbuch im Stadtteil Gries in Bozen ist der Sitz des Landesdenkmalamtes. Im Landesdenkmalamt arbeiten viele Menschen für den Kulturgüterschutz. Es geht um Archäologie, es geht um Archive, es geht um Baudenkmäler und um Kunstdenkmäler. Dieser Ansitz Rottenbuch, der heute ein Verwaltungsgebäude der Landesverwaltung ist, mit allen technischen Ausstattungen, war schon vieles in seiner Geschichte. Mit seinem barocken Nutzgarten war er zunächst ein Weinhof im 14. Jahrhundert, der dann später zu einem adeligen Wohnsitz erhoben wurde. Er war auch ein Kloster, er war auch schon eine Ruine, bis er von der Landesverwaltung erworben wurde und restauriert wurde. Das Südtiroler Landesarchiv ist das Archiv der Landesverwaltung Südtirols. Es verwahrt die Unterlagen, die die Abteilungen und Ämter der Südtiroler Landesverwaltung produzieren. Es verwahrt aber auch eine große Vielzahl an historischer Dokumentation in verschiedensten Beständen. Hier haben wir beispielsweise ein Schreiben von Oswald von Wolkenstein, aber auch Unterlagen wie handgezeichnete Landkarten oder aus dem Familienarchiv der Königl eine Ahnenprobe.